Da bist du ja. Ich kann dich mit zu den Königen nehmen, wenn du bereit bist. Was muss ich noch wissen, bevor ich eintrete? Stimmt ja. Du hattest noch nie eine Audienz bei den zwei Königen. Ich kenne Pausanias. König Pausanias. Ah, wirklich? Die Könige Pausanias und Archidamos herrschen gemeinsam. Beeindrucke sie, dann erhaltet ihr euer Haus zurück. Ich erwarte nicht, dass es angenehm wird. Was kannst du mir über Pausanias sagen? Er ist jung. Verwechsle sein Lächeln nicht mit Nettigkeit. Er ist ein König und wer ihm in die Quere kommt, wird es bereuen. Was sollte ich über Archidamos wissen? Archidamos ist ein Traditionalist. Er geht keinem Kampf aus dem Weg. Und er hat Temperament. Bring ihn bloß nicht gegen dich auf. Warten macht es nicht einfacher. Dann lass uns gehen. Deine Mutter ist bereits drin. Dort. Was sagt er jetzt? Ein gutes Argument, Archidamos. Ich füge mich. Dann also zwei weitere Einheiten nach Böotien, wie ich sagte. So werden hier Streitigkeiten beigelegt? Manchmal. Archidamos Deckung wird besser. Das verdankt er mir. Brasidas, du bringst Neuigkeiten. Lass sie hören. Meine Könige, darf ich vorstellen? Myrine, eine Nachfahrin von Leonidas, und ihre Tochter Kassandra. Du wagst es, dich in Sparta zu zeigen? Kassandra half mir, Korinth zu sichern, mein König. Sie half mir während des Helotenaufstands. Sie wollen das Beste für Sparta. Ich bitte euch, hört sie an. Lass uns hören, was sie zu sagen haben, bevor wir Blut vergießen. Sprich, Myrine. Warum bist du hier? Ich komme, um mein spartanisches Bürgerrecht zurückzuerhalten. Und unser Haus ebenfalls. Du hast dich selbst verstoßen. Deine Tochter tötet deinen Ältesten und floh. Von eurer gebrochenen Nase ganz zu schweigen. Meine Familie wurde verraten, mein König. Sparta wurde verraten. Wir kommen, um die Verräter zu entlarven. Du hast dich all die Jahre nicht um Sparta gekümmert. Eure Ältesten ließen ihre beiden Kinder von einer Klippe werfen. Sie haben unsere Familie zerstört. Kassandra, nicht hier. Doch in dem Moment, als sie eine Gefahr für Sparta erkannte, kam sie zurück. Sie brachte uns her, um zu helfen. Und ihr werft ihr vor, sie würde sich nicht kümmern. Es heißt, dein Großvater konnte sein Temperament auch nicht im Zaum halten. Myrine hat ihre Absichten kundgetan. Welche hast du? Es ist meine Absicht, jene zu finden, die meine Familie und Sparta verraten haben, und sie zu töten. Und wer genau, glaubst du, hat Sparta verraten? Ich bin hier, um es herauszufinden. Zuerst beweise deine Treue. Bring Sparta Ruhm und Ehre und läutere dich in den Augen der Götter. Bis dahin haben weder du noch deine Mutter ein Recht auf euer Land. Sagt mir, was ich tun soll, und es wird getan. Die Spartaner und die Athener kämpfen in Böotien. Triff unsere Befehlshaber dort. Komme siegreich zurück, oder komm gar nicht zurück. Betrachtet die Schlacht als gewonnen. Aus dir spricht das Selbstvertrauen eines Kindes, das nie einen echten Krieg sah. Du findest den Befehlshaber im Helikongebirge. Gib ihm dies und sag, dass ich dich geschickt habe. Nicht so schnell. Zwei Könige, zwei Aufgaben. Herakles hatte 12 Aufgaben. 2 sollten kein Problem sein. Das erste spartanische Wort von dir. Bald beginnen die Olympischen Spiele in Elis und unser Meisterkämpfer benötigt eine Eskorte. Ich soll seine Eskorte sein? Sorge dafür, dass die Spartaner mit einem Siegerkranz heimkehren. So soll sie Sparta Ruhm und Ehre bringen, indem sie einen olympischen Wettkampf gewinnt.
Nicht einen, mein König. Sie soll dafür sorgen, dass Sparta die gesamten Spiele gewinnt. Perfekt. Du hast deine Befehle. Wir sehen uns, wenn deine Aufgaben erfüllt sind. Falls sie erfüllt sind. Ich erfülle sie. Und ihr gebt uns unser Haus zurück. Es steckt also doch noch etwas Sparta in dir. Brasidas, für sie hinaus. Nächster. Das lief doch gut. Wenn man bedenkt, dass du immer noch einen Kopf auf den Schultern hast, ja, dann lief es sogar ziemlich gut. Es war großzügig, uns eine zweite Chance zu geben. Und ich muss nur die Olympischen Spiele gewinnen. Und einen Krieg. Musst du noch irgendwas wissen, bevor du aufbrichst? Was ist los in Böotien? Die Athener treiben Sparta Stück für Stück zurück. Es wird nicht einfach zu siegen. Wenn irgendjemand das Blatt wenden kann, dann du. Was weißt du über diesen Meisterkämpfer, den ich zu den Spielen begleiten soll? Der Pankratiast. Sein Gymnast wird wissen, wo er ist. Hab Dank. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Du musst unseren Kämpfer beschützen, wenn du erfolgreich sein willst. Will ich. Einer der Könige gehört dem Kult an. Also wird eine dieser Aufgaben eine Falle sein. Aber welche? Brasidas? Sag so etwas nicht in Hörweite des Palastes. Ich habe mit beiden gekämpft. Ich kann nicht glauben, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Wir müssen Beweise finden, bevor wir jemanden beschuldigen. Halte die Augen offen. Ich glaube, ich bin bereit. Und du? Was wirst du tun, während ich fort bin? Ich bekam eine Nachricht, bevor wir eintraten. Was für eine Nachricht? Ein Hinweis auf den Aufenthaltsort eines Kultisten. Ich reise nach Arkadien. Allein? Die Mäuren sind uns hold. Auch ich wurde dorthin beordert. Wir können gemeinsam reisen. Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank. Dann treffe ich euch beide in Arkadien wieder. Gute Reise. Du bist neu. Wenn du etwas lernen willst, wir nehmen hier nicht jeden auf. Ich wüsste ein paar Stunden bei einem Meister wie dir zu schätzen, aber deshalb bin ich nicht hier. Oh. Ich soll für Pausanias den Meister Pankratiasten nach Elis begleiten. Vergib mir. Ich wusste nicht, dass eine königliche Gesandte kommt. Ich bin Alkon, Testikles Gymnast. Kassandra von Sparta. Wenn ich dir einen Rat geben darf, bevor du ihn abholst. Testikles kann recht schwierig sein. Wenn du ihm etwas Öl schenkst, könntest du ihn für dich gewinnen. Öl? Zum Einreiben. Er glaubt, es verleihe ihm die Kräfte von Herakles. Suche im Dorf Gythion. Dort ist sein bevorzugter Händler. Der Siegerkranz ist sehr wichtig für Sparta. Glaubst du, er schafft es? Gestern schlug er 6 Männer und einen Stier bewusstlos. Und dabei war er nur auf dem Markt einkaufen. Deshalb musste ich ihn auch auf die Insel schicken. Wo finde ich deinen Meisterkämpfer? Ich habe Testikles zum Üben auf eine kleine Insel in der Hadesbucht geschickt. Das ist gut für ihn, so isoliert, ohne andere Menschen. Suche nach dem Wrack der Nestor an der südlichen Küste. Kannst du mir etwas über Pankration sagen? Das ist eine Mischung aus Faustkampf und Ringen. Eine brutale Kampfkunst. Kämpfer aus allen Ecken der Welt kommen, um sich bei den Olympischen Spielen zu messen. Aber nicht alle kehren zurück. Das würde ich gern mal sehen. Ich muss deinen Kämpfer nach Elis bringen. Ich hoffe, er hält, was du versprochen hast. Oh, ganz sicher. Du findest sein Lager auf der südlichsten Insel von Messenien. Viel Glück. Ich brauche das Öl.
alles, was es einfacher macht, Testikles zu den Spielen zu bringen. Noch so ein. Tut mir leid, geschlossen. Ich brauche Öl, dann bin ich wieder weg. Gibt es ein Spezialöl, das Testikles benutzt? Ah, das für Pankratiasten. Das muss der Meister frisch herstellen, aber er ist fort. Ohne das Öl gehe ich nicht. Du verstehst nicht. Ich bin so gut wie frei. Bist du Sklavin? Ja, und in einer guten Position. Wenn ich das täte, wäre es Diebstahl. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich brauche das Öl sofort. Ich könnte wiederkommen und mit deinem Meister reden, ihm die Situation erklären. Welche Wahl habe ich? Dieses Leben ist ja nicht schlecht, sollte ich bleiben müssen. Ich gebe dir das Rezept, aber mehr kann ich nicht tun. Du musst es selbst herstellen. Das kriege ich hin. Entzünde ein Feuer und erwärme das Öl der Athena. Das erleichtert den Aufguss. Sobald das Öl warm ist, füge eine Rosenblüte hinzu. Und das war's. Hab Dank. Ich hoffe, das war meine Freiheit wert. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Es muss erhitzt werden. Welches war das Öl, das ich brauchte? Das hier, das Öl der Athena. Ich nehme etwas davon. Fast fertig. Und jetzt noch... Zum Abschluss noch eine Rosenblüte. Testikles wird so gut riechen. Ich hoffe, er weiß das zu schätzen. Oh, es riecht so gut, ich würde es am liebsten selbst behalten. Verbessert die Ausdauer. Was willst du vom großen Meisterkämpfer Testikles? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Ich bringe dich zu den Olympischen Spielen. Olympia? Verdammt! Ich werde sie alle besiegen. Ich siege, denn ich bin Testikles. Gut, brechen wir auf. Oh nein, ich kann jetzt noch nicht gehen. Vorbereitung, hm? Und ich weiß nicht, ob ich in der Verfassung bin, auf deinem Boot zu segeln. Ich habe etwas für dich. Ein gewisses Öl. Mein Öl? Oh, ich könnte dich küssen. Nein, könntest du nicht. Hier ist dein Öl. Nimm es. Ah, wie Martha es gemacht hat. Reibst du mich ein? Sicher nicht. Steig auf das Boot. Auf zu den Spielen! Das Volk verlässt sich auf mich! Nun, gehen wir? Och. Wehe, er gewinnt nicht.
Festigles, es ist eine Ehre, mit dir zu singen. Dein Sieg bei den Pythischen Spielen ist legendär. Ja, wie ich. Wie kamst du darauf, ihm vor den Kopf zu treten, statt mit ihm zu ringen? Wer war danach? Ah, Improvisation. Den Gegner überraschen. Eine gute Strategie. Die Strategie ist für Leute, die die Karte noch zuschlagen. Und wie? Warte! Zur Hand, Krieger, zur Hand. Die Füße fest auf losem Sand. Den Kampfgeist kann uns nichts verderben, weil Spartiaten niemals wirklich sterben. Ein Gedicht. Ein spartanisches Gedicht. Warte! Willkommen zu den Olympischen Spielen. Das Fest hat offiziell begonnen. Alcibiades, ich bin überrascht, dass du angezogen bist. Der Tag ist noch jung, kleine Ziege. Nimmst du an den Spielen teil, Alcibiades? Natürlich. Ich gehe von Zeit zu Zeit auch anderen körperlichen Betätigungen nach. Sicher. Was glaubst du, wer dieses Jahr die meisten Kränze gewinnt? Nein! Athen wird mit den Anforderungen wachsen. Ich sage Messenien! Ist dir die Seeluft nicht bekommen? Sparta gewinnt immer beim Pankration und vieles andere auch. Du weißt sehr viel über die Vergangenheit, aber sehr wenig über die Zukunft. Wer ist das? Das ist Dorieus, der amtierende Meister. Er ist blutrünstig, kampfeslustig und überaus ausdauernd. Eifersüchtig? Nicht im Geringsten. Wir sind nicht so weit gekommen, um im Hafen zu stehen. Allerdings, solltest du jemals einen Partner für Leibesübungen brauchen. Du, ein dünner kleiner Athener? Ich bin der Meister. Oder wer der sein? Sparta! Schade, dass es dein Verstand nicht mit deinen Muskeln aufnehmen kann. Gehen wir los. Bevor ich kämpfen kann, muss ich eingeölt werden. Tja, ich würde ja gerne zur Hand gehen, wenn du in der richtigen Verfassung wärst. Ich werde gern eingeölt. Ganz offensichtlich. Ja, du weißt das. Komm her, in meine Arme. Er kann doch sicher schwimmen. Oh, na ja. Sieht aus, als müsstest du jetzt antreten. Hm? Unfassbar, dass er tot ist. Er war unerreicht. Und ich soll an seiner Stadt an den Spielen teilnehmen? In die Sandalen eines Toten schlüpfen? Und dabei ist Testikles noch nicht einmal verdaut. Oh, komm, liebes Zicklein. Zeig der Welt, wozu du fähig bist. Und mir auch, wenn du schon dabei bist. Wo finden die Pankration-Wettkämpfe statt? Im Stadion von Olympia natürlich. Ich mag's, wenn's ein bisschen grob zugeht. Du weißt, dass Menschen bei sowas sterben.
Was gibt es sonst noch außer dem Pankration? Nun, Speer werfen. Und natürlich weißt du, wie das geht. Der Athlet nimmt den langen und harten Speer und... Ja, ich weiß. Und dann gibt es noch die Wettläufe und die Pferderennen. Überall Schweiß. Ein Genuss für die Augen und die Nase. Ich brauche den Siegerkranz für Sparta. Wenn ich dafür teilnehmen muss, dann tue ich das. Der Wettkampf fängt nicht so bald an. Wir könnten uns erst umsehen. Olympia bei Waffenstillstand ist eine Reise wert.